Einen wunderschönen guten Tag hier am Frankfurter Flughafen. Willkommen zurück. Willkommen, willkommen, willkommen. Wir sind unterwegs ans ganz andere Gate 69. Z69. Das sag ich doch, Gate. Ganz hinten, der allerletzte. Naja, it is wie es ist. Jeder Schritt Let's go. Hält fit. Wir sind in Namibia, war aber tatsächlich alles richtig problemlos und ja, hat, mein Koffer ist da, jetzt fehlt aber nur noch Tobis Koffer. So, wir sitzen im Leihwagen, Tobis Koffer ist nicht aufgetaucht, ich habe jetzt ein bisschen Aufstand gemacht, ja, angeblich gibt es keine Möglichkeit, ja, den Koffer bringen zu lassen. Jetzt müssen wir bis 17 Uhr warten, bis der nächste Flieger kommt aus Johannesburg und in der Hoffnung, dass da der Hilfe, dass da der Koffer dabei ist. So, hier herrschen ganz andere Sitten. Wir waren jetzt schnell beim Spar. Ein paar Sachen einkaufen, ein paar Snacks und Wasser vor allem. Und ich habe hier einmal Trauben. Tobis Koffer ist ja weg, deswegen müssen wir uns jetzt die Zeit hier vertreiben. Und hier wird richtig auf die Autos aufgepasst. Er hat auch direkt gecheckt, dass wir Touristen sind. Und stand dann bei unserem Auto. Und an der Kasse wurden uns die Tüten eingeräumt. Und er wollte uns das auch zum Auto bringen. Hat, glaube ich, dann Trinkgeld verlangt. Problem ist, wir haben aber auch nur bisher nur Euros. Ja, das würde ihm egal sein. Der traust du schon. Glaubst du? Wollen wir der Fairness halber den Typ vielleicht nochmal anrufen? Ich schreibe dir nochmal. Oder ich schreibe eine kurze Info laut Navi 8 Uhr. Also, good news: Wir haben die Koffer. We got it! Ja. Koffer sind da, von den anderen auch. Es waren ja mehrere betroffen. Wir haben ja vorhin noch Snacks geholt, einmal getrocknete Mango. Da vorne sind unsere Spezialisten. Scheiße, der Deutsche reiht sich schon wieder rechts an. Gut! Geht, fahr halt durch. Fahr durch den Pfeife. Wir haben nämlich schon Pavian getroffen. Alter, Schatz, was haben wir jetzt alles schon erlebt in diesem Urlaub? Wir haben Paviane gesehen, fast überfahren. Wir haben eine Polizeikontrolle hinter uns. Stimmt, wir wurden schon kontrolliert. Mussten den internationalen Führerschein vorzeigen. Genau. Dann? Einen Koffer haben wir verloren und wieder gefunden. Kaputt, aber wir haben ihn wieder. Jo. Und da müssen wir noch ein bisschen Vertrauen zu dem Land aufbauen. Wir haben vorhin ja schon Paviane gesehen und jetzt wissen wir auch, wo die hierher kommen. Und zwar sind die da oben auf den Brücken, sitzen die da einfach. Und da hinten auch. Ich glaube, man sieht es jetzt gar nicht so genau. So, wir sind angekommen. Endlich, wir haben es jetzt kurz nach 8 und haben es endlich geschafft. Gestern waren wir in Frankfurt um diese Zeit. Also wir sind jetzt schon über einen Tag unterwegs. We did it! Wir sind in Namibia angekommen. Jetzt gerade wurden herzlichst empfangen und das ist unser Zimmerbett. Ja, Schreibtisch mit Tee, Kocher, da hinten das Bad, da ist gerade Tobi. Und hier Terrasse und die Anlage. Und es ist so krass warm. Wir haben irgendwie über 30 Grad. Und ja, jetzt gehen wir Abendessen dort. Und gleich begrüßt vom Host. Wir haben das Ganze über Airbnb gebucht mit Verpflegung. Und dann schauen wir mal, was es jetzt gibt zu essen. Wahrscheinlich viel gegrilltes, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oh. Tobi, bist du platt? Richtig platt. Ich freue mich richtig aufs Bett nachher. Der pfeift sich das gerade an, ne?
So, der Bananenkuchen ist sehr gut. Fleisch war sehr gut. Suppe. War auch sehr gut. Also, summa summarum, sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen aus Namibia. Ja, wir sind angekommen in unserer Unterkunft. Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern gefilmt hatte. Ich glaube schon. Und ja, haben jetzt nicht Brille geschlafen beide, aber es hat schon gepasst. Ich glaube, das ist normal. Und ja, das ist hier unsere Lodgie. Wie hast du geschlafen? Irgendwie, also ich bin froh, dass ich mal ein paar Stunden geschlafen habe, aber ich bin immer wieder aufgewacht. Ja, ich glaube, so das ist cool. Normal, bis man ankommt. Ja. Servus. Morgen. Hallo. Und das ist der Hof von Simba. Mit dem haben wir gestern Abend beim Essen schon geknuschelt. Simbi, hä? Und das ist hier die Anlage, richtig schön. Und hier ist der Pool. Ja, und hier ist das Pool für den Pool. So, wir lagen tatsächlich jetzt heute jetzt ganz lang am Pool. Das ist ganz schön heiß. Und ja, eigentlich ist ein Privatpool, weil hier ist niemand. Und jetzt haben wir uns was zu essen bestellt. Und das Essen ist hier so krass günstig. Es ist günstiger, als wenn wir wirklich einkaufen gehen. Ich verstehe es nicht, aber wir waren ja schon Pommes einkaufen hier. Und Chicken, der hat 5 Euro gekostet, ne? Der genau, Burger. Der Chicken Burger 5 Euro. Und die Pommes, ich glaube, die Pommes 2 Euro. Ja, wenn überhaupt. Und der hat auch 5 Euro gekostet. Ja. Krass, oder? Oh, von deiner Pommes nehme ich jetzt klar was. Na klar, können wir doch auch in die Mitte. Warte, bleib mal stehen, bleib stehen. Hier laufen einfach auf den sein Grundstück Giraffen rum. Ich flippe. Geparden rumlaufen. Leute. Jetzt habe ich sie doch schon mal. Ein guten. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind auf dem Weg zum Nationalpark. Wir sind heute früh schon um 6 Uhr losgedüst von unserem Gästehaus oder von unserer Gästefarm. Und ja, haben jetzt schon auf dem Weg Giraffen und Impalas getroffen. Impalas getroffen. Ja, auf jeden Fall. Richtig süß. Hat uns gestern die Farm noch eine Frühstück to go eingepackt. Genau, und jetzt geht's Richtung Etosha Nationalpark. So, wir waren jetzt gerade tanken und das ist so wahnsinnig hier. Also, das muss ich ehrlich sagen, das teuerste am Urlaub ist ehrlich gesagt die Flüge, muss man ehrlich sagen. Und der Rest wie Essen, Unterkünfte sind auch sehr preiswert für das, was man bekommt. Und tanken, wir haben jetzt gerade getankt, voll unser Auto für umgerechnet 36 Euro. Ja, krass. Und auch essen gehen etc. Ja, da ist man bei Gerichten für 5, 6 Euro Maximum und dann hast du aber ein Steak oder Gambas oder was weiß ich was. Also jetzt schon, was bei uns viel, viel mehr kostet. Ich muss schon sagen, auch in Namibia, es kommt halt mal 160, 180 Kilometer keine Tankstelle, aber dann kommen wieder einige. Also da muss man keine Sorgen haben. So, wir sind angekommen endlich im Etosha Nationalpark und es war jetzt ein kurzes Hin und Her, weil man muss nämlich fürs Auto bezahlen, damit man reinfahren darf und für die Personen quasi. Wir haben jetzt 350 namibische Dollar bezahlt, das sind umgerechnet 16,
17 Euro oder sowas. Also auch völlig in Ordnung. Kommt aber zu allem mit dazu. Also das muss man immer zahlen. Und wir haben ja um 13:30 eine Tour gebucht. Da müssen wir dann aber wieder raus aus dem Park fahren und den Fahrer abholen, damit er in den Park darf. Und jetzt haben wir gesagt, wir nutzen jetzt den Tag und fahren jetzt noch ein bisschen eher hin. Und ja, hier gibt es ein Wasserloch gleich uns in der Nähe. Das Wasserloch an, weil da natürlich viel mit Tieren passiert. Das hat uns der Host auch ein bisschen empfohlen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wo es das ist. Und man kann theoretisch auch hier im Etosha Park, der hat uns jetzt auch ein bisschen doof angeschaut. Schlafen? Ja, ist eigentlich normal, dass man hier dann in dem Park schläft, in irgendeiner Lodge. Hier gibt es verschiedene Lodges, aber wir machen ja wieder die Hardcore-Variante. Spulen am Tag 7 Kilometer in Namibia runter, ist ja kein Problem. Genau. So, das ist jetzt auch schon wieder ein Spektakel. Wir sollten jetzt zum Anderson Gate fahren und da dann quasi auf den Guide warten. Aber damit der quasi rein kann, muss einer beim Tobi mitfahren, muss einer beim Guide mitfahren und ich einmal mit dem Auto. Jetzt hat der Tobi gesagt, willst du Schiff fahren, weil es mir dann doch zu unheimlich ist, da irgendwie allein mitzufahren. Ja, jetzt muss ich das erste Mal Linksverkehr fahren, Leute. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber da hinten sind sie. Genau, so sieht es aus. Man muss beim Anderson Gate rein, da wird man dann registriert und man fährt dann zur nächsten Lodge, OK Kio Lodge, und da bezahlt man dann. Ja, so läuft es hier so ein bisschen ab. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ob das alles so klappt. Und wie die Safari wird. Schon wieder auf. This is a female. Is that a female? This is another one. Oh wow.
So, wir lassen es uns hier richtig gut gehen. Ja, wir haben Datteln geholt. Das sind Metschul-Datteln. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind so, so lecker und so saftig. Und die haben eine ganze Box 3-4 Euro gekostet. Generell sind hier Unterhaltskosten super, super günstig für uns Deutsche, sage ich jetzt mal. Und ja, wir verbringen jetzt heute den restlichen Tag im Pool. Und Tobi lässt sich gerade hier das Spiel erklären. Und morgen dann nochmal frühstücken. Und dann geht es auch schon Richtung Flughafen. Und dann ja, werden wir uns Kapstadt näher anschauen. Und Namibia war echt toll, muss ich sagen. Aber irgendwie auch ja, krass, die Unterschiede einfach zu sehen. Wie privilegiert wir eigentlich leben. Und ja, aber die Natur ist unbeschreiblich schön, wirklich. Also auch gestern der Tosha Park. Dazu werde ich aber nochmal separat auch nochmal was sagen.